Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Habt ihr auch schon von platzenden Eierstockzysten gehört? Gibt es Explosionen im Bauch? Nein, ich erkläre euch jetzt warum. Beim gynäkologischen Ultraschall oder auch beim Ultraschall durch den Hausarzt oder wenn eine Computertomographie, ein CT des Bauches gemacht werden muss, werden dort häufig Zysten im Eierstock gesehen. In diesem Zusammenhang wird dann auch nicht so selten erwähnt, dass diese unter Umständen platzen könnten. Als erstes müssen wir uns anschauen, wie eigentlich die Eierstöcke funktionieren. Die Eierstöcke sind der Ort, wo die Eizellen heranreifen und wo die Hormone Östrogen und Progesteron, aber auch andere Hormone produziert werden. Wie funktioniert das Ovar? Ab dem ersten Zyklus bis zum letzten Zyklus wird ein Eierstock pro Monat mehr oder weniger eine Eizelle heranreifen lassen. Dieses Heranreifen geschieht in einem sogenannten Follikel. Diese Follikel werden im Laufe von ca. 2 Wochen auf eine Größe von um 2,5 bis 3,5 cm anwachsen. Dann kommt es zum Eisprung. Der Eisprung wird auch nicht durch ein Aufplatzen des Follikels passieren, sondern durch ein gezieltes Auflösen der Wand des Follikels durch Enzyme. Enzyme sind Eiweiße, die eine gewisse Funktion haben und eben zum Beispiel eine Wand aus Zellen auflösen können. Beim Eisprung wird die Eizelle freigegeben und wird vom Eileiter aufgenommen und über den Eileiter in die Gebärmutterhöhle transportiert. Im Eierstock wird sich das Follikel in den sogenannten Gelbkörper oder das Corpus luteum umwandeln. Im Gelbkörper wird Progesteron produziert. Darum steigt auch das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte an. Im Ultraschall durch die Scheide, im transvaginalen Ultraschall, kann man die Eierstöcke recht gut sehen. Man kann die verschiedenen Formen der Follikel erkennen. Es gibt sogenannte Antralfollikel. Das sind Follikel, die bald einmal eine Eizelle heranreifen lassen werden in den nächsten Monaten. Und man kann diese Antralfollikel auch zählen, um abschätzen zu können, wie die sogenannte Eizellreserve, also die Fähigkeit, fruchtbar zu sein, des Eierstockes ist. Der AFC, Antralfollikel Count, ist daher auch ein wichtiger Wert, wenn es um eine Kinderwunschbehandlung geht. Weiter können wir das sogenannte Leitfollikel beobachten. Das ist diese Zyste, die am größten ist und von der wir erwarten können, dass sie in der Mitte des Zyklus den Eisprung machen wird, wenn sie etwa 25 bis 35 mm Durchmesser erreicht. In der zweiten Zyklushälfte können wir mit dem Ultraschall sehr gut das Corpus luteum, den Gelbkörper, beobachten. Im Ultraschall zeigt er sich mit einer typischen Struktur und einer ringförmigen Durchblutung, die sich häufig sehr gut darstellen lässt. Anhand des transvaginalen Ultraschalls können wir also fast immer sagen, ungefähr in welcher Zykluswoche eine Frau steht. Es gibt Situationen, wo ein Follikel auch einmal größer werden kann, 5 bis 6 cm typischerweise. Das geschieht meistens im Zusammenhang mit Zyklusunregelmäßigkeiten und wir nennen das Follikelpersistenz. Es ist die Situation, wenn ein Eisprung nicht rechtzeitig stattfindet und der Follikel weiter wächst und daher eben größer wird. Solche Follikelpersistenzen können wir im Ultraschall sehr gut sehen und kommen etwas häufiger vor in den Jahren vor den Wechseljahren, wo die Zyklen häufiger unregelmäßig werden. Wie verschwinden diese Zysten? Follikel oder Gelbkörper verschwinden einfach von selbst. Follikel und Gelbkörper verschwinden von selbst wieder, weil es in der Natur der Funktion des Eierstockes liegt, dass diese eben zyklisch entstehen und wieder vergehen. Manchmal kommt es zum Zeitpunkt des Eisprungs, der Ovulation, zu sehr starken Bauchschmerzen. Das nennt man Mittelschmerz und ist verursacht, wahrscheinlich teilweise, durch eine leichte Blutung, die auftreten kann, wenn der Follikel aufgeht. Die Follikelreifung wechselt übrigens ziemlich exakt zwischen rechtem und linkem Eierstock ab. In einem Monat auf der rechten Seite, im nächsten Monat auf der linken Seite und im übernächsten Monat wieder auf der rechten Seite. Follikel sind definitionsgemäß übrigens gar keine Zysten. Denn was ist eine Zyste? Eine Zyste ist eine mit Epithel ausgekleidete Höhle mit Flüssigkeit darin, an einer Stelle, wo sie eigentlich nicht hingehört. Wenn ihr noch einmal sehen möchtet, was ein Epithel ist, dann schaut doch mein Video zum Thema «Was ist Endometriose?» an, dort habe ich erklärt, was ein Epithel ist. Da ein Follikel ganz korrekt in den Eierstock gehört, ist es also per Definition keine Zyste, auch wenn es eine Hülle ist, die ein Epithel auskleidet und wir Flüssigkeit darin haben. Wenn also im Vaginalschall eine Zyste gesehen wird, ist es durchaus nicht so wenig wahrscheinlich, dass es sich dabei um eine sogenannte funktionelle Zyste, also ein Follikel oder ein Gelbkörper handelt. Bei Frauen im sogenannten reproduktiven Alter, also Frauen, die einen Zyklus haben, muss man grundsätzlich zu jeder Zeit
entweder einen Follikel oder einen Gelbkörper sehen. Häufig sieht man auch beides, weil man den Gelbkörper bis zum übernächsten Zyklus sehen kann. Häufig werden wegen Zysten Ultraschallkontrollen gemacht. Wenn man aber nach 2 Monaten kontrolliert, ist es durchaus möglich, dass man auf der gleichen Seite am Eierstock erneut ein Follikel sieht und man könnte meinen, dass diese Zyste, die man schon vor 2 Monaten gesehen hatte, bestehen geblieben ist. Manchmal werden sogenannte Zysten oder funktionelle Zysten mit einer Pille behandelt. Das funktioniert tatsächlich, weil durch die Unterdrückung des Zyklus wird auch das Follikel oder der Gelbkörper zurückgehen. Allerdings wären die auch ohne diese Unterdrückung des Zyklus zurückgegangen. Es macht also keinen Sinn, wegen sogenannten funktionellen Zysten, wegen Follikeln oder Gelbkörpern eine Pille zu geben. Wer eine Pille einnimmt zur Verhütung und damit den Zyklus unterdrückt, werden sich keine Leitfollikel und Gelbkörper zeigen, weil die Funktion der Verhütung besteht darin, dass auch der Eisprung durch die Unterdrückung des Zyklus unterdrückt wird. Und wenn kein Eisprung stattfindet, dann, weil eben auch kein Follikel heranreift, und wenn kein Follikel heranreift, wird es danach auch keinen Gelbkörper geben. Es ist also normal, wenn jemand eine Pille einnimmt, dass man an den Eierstöcken weder Leitfollikel noch Gelbkörper erkennen kann. Also, macht euch keine Sorgen vor platzenden oder explodierenden Zysten. Nun wisst ihr, welche Zysten oder eben sogenannte funktionelle Zysten im normalen Zyklus vorkommen. Natürlich kann es am Eierstock auch einmal andere Befunde geben, echte Zysten. Aber dazu werde ich euch ein anderes Mal mehr erzählen. Auch diese soll man sich im Ultraschall genau anschauen, bevor man hier irgendwelche Panik verbreitet oder eine Operation macht. Und auch andere Zysten platzen nicht. Sie können höchstens in seltenen Fällen auslaufen, was auch Beschwerden machen kann, aber Explosionen im Bauch wird es nicht geben deswegen. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen das Thema der platzenden Zysten erklären und euch die Angst davor nehmen, dass so etwas passieren könnte. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich über ein Like und ein Abo und bis zum nächsten Mal.